Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Ride 2. Heute ist es soweit, ich ziehe blank. Zumindest mit einem Motorrad werden wir heute nackig unterwegs sein in Miami. Und das ist eine Kulisse, die einfach perfekt dafür ausgelegt ist. Ja, zumindest wenn man in Miami Beach unterwegs ist. Das ist ja so ein bisschen außerhalb von... Okay, gut, wir sind in Miami Beach. Okay, gut, ich brauche da nichts Größeres zu erläutern. Und wir haben heute ein ganz spezielles Naked Bike bei uns. Und das Teil gehört zu einer Firma, die ich unbedingt jetzt mal behandeln wollte. Auch ein bisschen länger. Und ich kann es endlich tun. Es ist eine Ducati. Und was für eine Ducati. Das könnt ihr mir schon mal glauben. Das Ding ist unglaublich krass. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, hier Beschleunigung. Ist schon mal über jeden Zweifel haben. Ich spiele heute übrigens, das möchte ich ja mal ganz kurz erwähnen, bevor ich hier rumfaile und ihr mich dann auslacht in dieser Folge. Ich spiele heute erstmals mit dem Xbox One Controller jetzt auf dem PC. Ansonsten habe ich immer den Xbox 360 Controller. Ich bin eigentlich jemand... Oh, da habe ich schon mal kurz verhauen. Ich bin eigentlich jemand, der sich bei Controllern echt schnell umgewöhnen kann. Der Xbox One Controller ist allerdings recht ungewohnt für mich. Und weiß nicht, seit ich so ein bisschen auch mit Lenkrad-Rennspiele zocke, zumindest für Autos, ja. Und seitdem ich auch ein bisschen versuche, Shooter auf PC zu spielen mit Maus und Tastatur, habe ich das Gefühl, dass ich da hinsichtlich der Feinfühligkeit am Controller entweder so ein bisschen das Gefühl verloren habe oder dass einfach der Xbox One Controller ein bisschen sich anders anfühlt einfach. Ich habe das Gefühl, dass LT und RT hier nicht mehr so griffig sind, so eingängig sind wie noch auf dem Xbox 360 Controller. Auch wenn der Xbox One S Controller von 2016 jetzt deutlich besser ist als das Vorgängermodell. Man muss mal beide in der Hand gehabt haben, damit man weiß, was ich meine. Aber der neue Controller ist, finde ich, bedeutend besser. Also wenn man sich einen holt, dann entweder den weißen oder irgendwie anders die 2016er Version. So, ansonsten, es soll nicht um den Controller gehen. Es geht unter anderem um dieses Motorrad. Viele von euch haben sich sicher über eine Ducati gefreut. Es ist zwar keine rote, aber mein Gott, dieses Teil ist einfach der Hammer. Wirklich. Ich bin schon mal kurz eingefahren und hab's überlegt, ob ich nicht vielleicht sogar das Tuning mit in die Folge einbaue. Ich find's aber so ein bisschen immer lame, wenn man dann eine Folge startet und sagt so, hey, ich habe ein neues Motorrad, jetzt tunen wir jetzt erstmal und dann legen wir los. Da möchte ich lieber irgendwie ein Rennen starten und da musst du es eigentlich schon mal getuned haben, damit du einfach auch konkurrenzfähig bist, auch nur im Ansatz. Deswegen geht's direkt mit dem Rennen los. Ihr könnt mir ja trotzdem mitteilen, wollt ihr das irgendwie am Anfang sehen, wie man das Teil tunt, weil zum Beispiel bei Unboxing-Videos, da ist es ja auch so ein bisschen das Mittendrin-Erlebnis, dass man da jetzt irgendwie was auspacken kann oder das, was ausgepackt wird. Könnte ja auch beim Tuning so sein, dass man da quasi beim Tuning auch so eine gewisse Vorfreude verspürt, dass man da das Motorrad gleich sehen will, wie das mega abgeht. Teilt's mir mit! Ansonsten bin ich auch mal ein bisschen still, denn das Teil hat auch ein bisschen was zu sagen. Ich bin mir sicher, der röhrt in Wirklichkeit deutlich mehr. Aber im Rahmen dessen, was wir im Spiel die ganze Zeit gehört haben, finde ich, ist dieser Sound mit der geilste mit so ein paar anderen, den ich bis jetzt hier gehört habe. Also wirklich, das ist schon ein ziemlich fetter Sound, der uns hier geliefert wird. Und das liegt, wie gesagt, glaube ich, einfach an der Maschine. Wir schauen uns gleich mal die Tuning-Eckdaten an, wenn wir das Rennen dann gefahren sind hier.
Ja, ich stelle mich aber gar nicht mal so blöd an, dafür, dass ich mit dem Controller wirklich eigentlich gar nicht zurechtkomme im Moment. Bei Forza fail ich auch mehr, als ich da irgendwie Gutes hinbekommen könnte. So, und das ist eigentlich ein recht entspanntes Rennen gewesen. Ich bin nochmal an 1,4 Sekunden, 1,5 Sekunden schneller als im letzten Anlauf. Das probiere ich mal zu toppen. Vielleicht noch einen draufsetzen. 2 Sekunden, wäre geil. Guter Kurvenausgang aus der letzten Kurve und mal schauen, was sagt das Delta. Irgendwas grün unterlegt ist. So. 16% Bonuskohle für dieses Teil. Ihr könnt mir auch sagen, gefällt euch das Ding hier? Gefällt euch diese Ducati hier? Denn ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in das Teil verliebt. Das ist so ein bisschen das Flair, was du verspürst, wenn du ein gewisses Fahrzeug dann unter deinem Pobbes hast. Und in dem Fall ist es auch ein bisschen der Sound. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich mit Elektroautos so, ob ich mich da so anfreunden kann. Wenn irgendwann die Batterien effizient werden, dann wird man sich wahrscheinlich damit anfreunden. Aber ansonsten muss ich da halt auch sagen, mir fehlt mir so ein bisschen der Sound. Das Feeling fehlt so ein bisschen. Und hier schaut euch das mal an. Das Ding hat 200 PS, 160 Newtonmeter, 1,2 Liter Hubraum. Natürlich. Und ja, es wiegt auch über 200 Kilo. Also das Fahrverhalten nicht ganz so gut. Und das trotz einiger Tuning-Maßnahmen. Ich kann mal schauen, habe ich den hier in Original auch nochmal wiedergegeben? Jawohl, 205 Kilogramm hat er ursprünglich gewogen. Also durch sowas wie Felgen und so haben wir das Gewicht ein bisschen reduziert. Ansonsten ist die Beschleunigung einfach der Wahnsinn. 9,3 und das spiegelt sich natürlich auch ein bisschen in der Leistung wieder. Und natürlich auch im Drehmoment. Also das sind beides ziemlich coole Werte, die wir hier haben und alter Verwalter, mal schauen, wie das Zeitrennen hier wird. Ich glaube, dass wir hier gute Karten haben. Ich meine, schaut euch mal die Speed an. Das Ding hat 565 Leistungspunkte und er ist schon bei 520, wollte ich sagen. Das wäre auch kein schlechter Wert. Oh mein Gott, ey. Über 260 gefahren. Oh, das fühlt sich gut an. Ich muss damit unbedingt gleich auf die Nordschleife im Regen. Da wird das Fahrverhalten natürlich ein bisschen wichtiger, aber da schauen wir dann einfach, ob ich das hinbekomme, zum einen. Und zum anderen, ob das Motorrad allgemein der Konkurrenzweg ist, denn wir werden nicht die einzige Ducati haben hier. So, wie sieht die Zeit aus? Ach, ich habe noch ein bisschen vor mir irgendwas. Aber der Pace entsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass ich einfach gleich schon fertig bin. Und das so 10 Sekunden vorher. Ja, die Zwischenzeit sah auf jeden Fall gut aus. Grün. Grün unterlegte Zeiten sind immer gut. Pinke sind noch besser, aber die gibt es hier im Spiel ja nicht. Bei MotoGP war die Farbgebung ja ein bisschen anders und wir haben es geschafft. 2 Runden oder so 2 Sekunden meine ich natürlich. Sorry, ich habe heute viele Versprecher drin. Ich weiß nicht, was los ist. 2,5 Sekunden im Delta, also das ist definitiv... Moment, das sind 2,5 Sekunden. Tatsache, nee, es sind 2,5 Sekunden. Mann, was ist denn heute los? Ich habe keine Ahnung. Egal, in die Top 150 geht's. Buja, mit beiden Events jeweils 5 Plätze gut gemacht. Ach, und das ist schon das Ende einer Saison.
gerade so noch in die Top 5 gekommen. Das ist cool. Bisschen schade, aber das ist schon das Saisonende ist. Damit muss ich mich schon mal jetzt von euch verabschieden. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nein, Quatsch. So, wir machen hier noch weiter. Bis 984. Ja, das kostet sicher mega viel, hier ein Motorrad zu kaufen, oder? Ja, und die Gewinne sind jetzt auch nicht so die Hammerteile. So, bei den DLCs gibt es wahrscheinlich erstmal keine für mich. Beziehungsweise gibt es keine Key, ich sag mal, auf Lager. Werd trotzdem mal kurz nachhaken. Ansonsten, mal schauen, vielleicht lege ich mir die auch so zu. Es kommt auch so ein bisschen immer drauf an, wie viel so ein DLC kostet. Denn, ja, weiß nicht, ich möchte mir auch nicht jeden DLC dann zulegen. Ich meine, ich bin dann auch niemand, der wie ein Sparschwein gefüttert wird. Eigentlich wäre das ganz cool, ja. So, ansonsten überlege ich gerade. Monza ist sowieso eine Strecke, da brauchst du viel Topspeed. Ja, also ich brauche auf jeden Fall ein schnelles Motorrad auf der Geraden. ...7071, das ist eigentlich ein krasser Wert. Die hier finde ich noch krasser. Aber die sind halt alle sehr teuer, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, ich nehme eines der ersten Events. So, Bike in Verwendung verfügbar, oder wie? Ne, zum Kauf. Natürlich. Oh, die sind alle nicht so cool. Der ist sogar der... Ne, Moment, das ist die Bremskraft. Verdammt. Ja, gut, also... Wie viele Punkte darf man hier haben? Steht da was? Bis 300 Performance-Punkte. Aha. Na komm, dann nutzen wir mal ein Motorrad einer ganz anderen Klasse. Ja, wobei, wenn du den tunst, dann ist er nochmal deutlich stärker. Ach komm, ich finde das sowieso ein bisschen lächerlich. Mann, es ist so müßig, sich hier neue Motorräder rauszusuchen. So, ich nehme das hier jetzt. Supermoto schon lange nicht mehr gefahren und ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen zurechtkomme. Denn es ist ja so eine Rennserie, die ist deutlich anders im Vergleich zu fast allem, was man sonst fährt. Brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erzählen, das wisst ihr sogar besser als ich, denke ich mal. Uiuiui. Ah, sehr risikoreich gefahren hier bis jetzt. Da hätte ich uns beide fast umgeschmissen. Ah. Oh, da gibt's. Da 3 Strafsekunden. Wow. Da habe ich kaum Zeit gut gemacht, ne? Oh, shit. Oh, plötzlich kam der Grip wieder. Oh mein Gott. Das möchte ich meinem Fahrer nicht antun. Dann noch lieber ein alternatives Szenario spielen. Oh, die Mega-Dive-Bomb. Mega-Dive-Bomb Part 2. Am Ende habe ich nicht mehr mit ihm gerechnet, dass er da an der Seite ist.
Das muss auch voll zum Beschleunigen voll anstrengend sein, weil man hier die ganze Zeit beschleunigt, das Gas wieder wegnimmt, dann nochmal beschleunigt, dann nochmal das Gas wieder wegnimmt. Aber weil es in der ersten Runde beim Start so gut funktioniert hat, probiere ich da die ganze Zeit jetzt außen zu überholen. Innen ist da halt echt nicht viel Platz, ne? Es sei denn, man macht sich Platz. Okay, das war recht assi von mir. Na! Ah. Oh, shit. Oh, sorry, ey. Ich hätte ihn fast umgeworfen. Oh. Oh, shit. Uiuiuiui. Ui, ui. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich will ihm da natürlich auch wenig Platz lassen. Und es funktioniert. Oh Mann, bitte nicht, bitte nicht. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Yes, Baby. In einer Saison wurde ich hier Dritter und jetzt kommt der erste Platz. Zu uns zugeflogen und ich empfange ihn mit offenen Armen. Schöne Sache. Boah, das wurde nochmal richtig knapp am Ende. Huh. Gar nicht mal so viele Leute, die hier die KTM fahren. Aber dafür gibt's halt kein neues Bike. Kann ich mit leben. Dafür geht's jetzt in die 8. Saison. Schade, ich hätte gedacht, dass ich eventuell nochmal das alternative Bike bekommen könnte. Gibt's aber nicht. So. Dann würde ich sagen, ab auf die Nordschleife mit der Ducati im Regen. Das wird lustig. So, hier auch nochmal ein paar Infos zu der Standardvariante. 162 PS. Mega cool. Mega geile Karre. Habe ich es gerade als Auto bezeichnet? Ja. Sieht aber auch so ein bisschen aus. Okay, das ist doch nicht die Nordschleife. Das ist eine 8 Kilometer lange Variante. Das ist nur ein Streckenabschnitt. Okay, aber auch das schwer genug. Nordschleife hat ja sehr schnelle Kurven. Speed ist da zwar wichtig, aber auch das Handling ist nicht unwichtig. Ah, wir sind auf dem letzten Teil. Okay, gut. Oder auf dem verhältnismäßig späten Teil, sagen wir es mal so. In den schnellen Kurven ist definitiv da die Kurvenlage recht wichtig. Und vor allem dann auch im Regen. Nicht nur die Speed. Oh, shit. Knappe Sache. Auf dem Vorderrad gestanden. Das war krass. So ein Gefühl des Nahtoderlebnis. Und wenn ich mal hin und wieder ein bisschen lauter werde, dann tut's mir leid. Aber wie gesagt, gefühlte Nahtoderlebnisse.
So, aber ich glaube, wir kommen auch dann zum Schluss. Die Döttinger Höhe werden wir wahrscheinlich noch mitnehmen. Da werde ich dann schön meine Karten auf den Tisch legen und sagen, hehe, 300 km/h oder so. Okay, hier muss man echt aufpassen. Schön viele Hubbel. Übrigens, wegen der ganzen Hubbel wurde ich auch angeschrieben bezüglich der Isle of Man. Kenne ich auch. Mega krasses Rennen. Also, was Leute da riskieren, ist echt crazy. Und ja. Ist auf jeden Fall krass. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich glaube, da hatte ich auch über die Nordschleife gesprochen bezüglich der Hubbel. Ich finde trotzdem... Also gut, beim Isle of Man sterben auch hin und wieder ein paar Fahrer, also das ist auch nicht unbedingt safe, aber ja, wenn ich sage, ich würde nie auf der Nordschleife fahren, weil ich es hier zu unsicher finde, dann gilt dasselbe auch für die Isle of Man, für das Isle of Man Rennen, also da definitiv auch nicht. Sowas Unsicheres habe ich halt nicht so gerne und da kann man mich gerne auch als Schisser bezeichnen, aber... Dafür finde ich das Leben doch zu schön. Ich hoffe, ich kann jetzt die gesamte Gerade mitnehmen, denn... Oh, natürlich nicht. Aber immerhin jetzt schon mal ein Kontostand von rund 50.000. Damit kann man sich ein bisschen was leisten. Ja, wenn ich es ein bisschen hinbekommen würde... Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon halten würdet. Wenn ich jetzt ein paar Folgen lang Motorräder nehme, die wir jetzt schon in der Garage haben, also so ein paar, zum Beispiel mit der Ducati können wir auch demnächst wieder antreten. Was würdet ihr dazu sagen? Würdet ihr das cool finden? Oder würdet ihr dann, also beziehungsweise Wiederholungen sind meiner Meinung nach eh nicht so wirklich cool, aber ich finde es dann cool, dass wir dann die Möglichkeit haben, auf ein teures Motorrad, vielleicht mal ein Rennbike, vielleicht wollt ihr das mal sehen und das würde ich zumindest ganz cool finden mal, dass wir da auch ein paar, weiß nicht, schnellere Motorräder haben, nicht nur Straßenmotorräder zum Beispiel, sondern auch welche, weiß nicht, wie die H2R oder so, oder wie beispielsweise, so, ich fahre jetzt einfach dann rückwärts auf die Döttinger Höhe, wie die H2R zum Beispiel oder wie, weiß nicht, irgendein anderes Rennmotorrad. Darf man hier überhaupt rückwärts auf einer Strecke fahren? Ich weiß es nicht. Ich probiere es dann. Okay, der Autopilot. So, die letzte Kurve darf ich halt auch nicht selbst anfahren. So, was passiert, wenn ich stehen bleibe? Ach gut, da legt er den Fuß ab. Aber wie schön der sich auch lostritt, ne? Ach, komm. Ich möchte jetzt aber nicht diese 8 Kilo, diese x Kilometer fahren, damit ich auf der Geraden mal bin. Was könnte ich denn... Ah! Geistesblitz. Ich möchte unbedingt nochmal die Topspeed von dem Teil hier austesten. Deswegen gehen wir jetzt nochmal auf die Strecke hier in... Gott, wo war die Strecke denn nochmal? Hier. Nordirland. Ab nach Nordirland. Nicht im Regen. Nö, nicht im Regen. Und dann würde ich sagen, testen wir nochmal die Topspeed aus, denn ich glaube, da ist das Teil hier auch ziemlich, ziemlich stark. Und dann... Könnt ihr mir auch mal gerne mitteilen, ob ihr jetzt, wie gesagt... immer wieder ein neues Motorrad haben wollt, also wie ich es bis jetzt gemacht habe quasi, dann würde es in jeder Folge ein bis vielleicht mal zwei neue Motorräder geben, bisschen Abwechslung dann immer, oder ob ihr dann auch wollt, dass ich mal die bisherigen Motorräder, das sind ja auch recht viele dann, oh shit, ja, da habe ich da kurz nicht hingeguckt, ob ich die bisherigen Motorräder dann nochmal verwende und dann demnächst einfach mal ein mega krasses Motorrad kaufe, mit dem wir dann irgendwie auch mal in der Race-Klasse ein bisschen die Leute aufmischen können. Wie gesagt, eure Meinung ist gefragt. Ich werde das dann auch dementsprechend umsetzen.
Ja, für mich ist beides cool. Also, ich hätte da nur gerne mal Bock auf so ein Rennbike. Aber wenn ihr persönlich sagt, nö, mach das so wie bis jetzt, das ist ein bisschen cooler, dann würde ich damit auch einverstanden sein. Aber auch da bitte ich jetzt schon mal die Leute, wenn irgendwie, ich sehe es schon kommen, das ist so eine Abstimmung und bei Abstimmungen gibt es immer Leute, die ein bisschen unzufrieden sind. Das ist auch absolut verständlich dann, aber wenn irgendwie eure Option, ja, sagen wir mal 60% sagen, okay, hol dir dann ein Rennbike bitte und 40% sagen, ja, mach's so wie bis jetzt. Wenn ich mir dann ein Rennbike hole, dann an die 40% oder so oder an die Leute, die dann die jeweils andere Option gepickt haben, nehmt's mir bitte nicht übel. Also, weiß nicht, das ist dann eine demokratische Abstimmung, weil bei Formel 1 zum Beispiel, da gab's auch mega Aufschrei, als ich dann bei Mercedes war und dass ich da nicht Ferrari oder Red Bull gefahren bin. Ich wette, bei Red Bull hätte es denselben Aufschrei gegeben, bei Ferrari vielleicht auch. Und deswegen, ja, bin ich da einfach ein bisschen vorsichtiger, was so Umfragen angeht. Und aber denke mir dann auch so, ja, so ein bisschen muss man natürlich auch auf die Leute hören. Und natürlich, es gibt leider dann immer ein paar unzufriedene Leute, aber hey, ich meine, wir werden trotzdem viele Motorräder noch hier sehen, oder? Wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe immer noch Bock auf das Game und diese Credit-Schwierigkeiten, die sind ja größtenteils überwunden. Insofern, da spricht echt nicht viel dagegen, dass ich da jetzt alles Mögliche weitermachen werde. Also, ich pausiere mal an der Stelle. Wir sind 280 mit dem Teil gefahren, 283, um genau zu sein. Wenn ich die Getriebeübersetzung ein bisschen länger gestalten würde, da könnte ich vielleicht sogar noch mehr fahren, aber das lassen wir an dieser Stelle. Es ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich. Es geht mir nur um die Sicherheit des Fahrers im Spiel. So, nee, Quatsch beiseite. Wir machen beim nächsten Mal weiter bei Ride 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Es geht, denke ich mal, übermorgen schon weiter oder so. Oder morgen vielleicht, in 3 Tagen. Ich guck mal, wann ich das alles zeitlich schaffe. Jetzt gab es halt auch Final Fantasy und da bin ich, habe ich so mega Bock drauf, dass ich da schon x Stunden drauf habe. Oder soll ich sagen XV-Stunden, weil es ja Final Fantasy 15. Wer römische Zahlen hat, kann und schlechten Humor mag, kann über diesen letzten Witz gelacht haben. Und ja, damit bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Ride 2. Haut rein!